Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Tut mir leid, dass das erst jetzt kommt. Ich wollte es eigentlich schon vor Tagen hochladen, aber ich war zu verschallern zum Aufnehmen. Heute geht es um Dimenhydrinat. Im Grunde genommen ist das ein Medikament gegen Übelkeit und Erbrechen. Das Zeug gibt es rezeptfrei in Form von sogenannten Reisetabletten oder wenn man in der Apotheke Superpep sagt, gibt es die sogar als Kaugummis. Es gibt auch Wirkstoffe, die DPH und DHM heißen. Die wirken recht ähnlich. In höheren Dosen wirkt das Zeug anticholerg und delirant. Es geht mit Entspannung und Mundtrockenheit los. Die Leistung von zentralen Nervensystemen kann stark eingeschränkt werden. Da fängt man an zu lallen, man ist motorisch eingeschränkt. Und bei einer sehr hohen Dosis kann man in ein Delirium fallen. Man ist in diesem Zustand verwirrt und kann halluzinieren, nicht mehr klar denken. Man verliert schnell den Bezug zur Realität und zur Menschlichkeit. Man nennt es auch akute körperliche Psychose. Es ist auch möglich, Krampfanfälle zu erleiden bis hin zum kompletten Ausfall des zentralen Nervensystems, wobei Gehirn, Herz und Knochenmark dauerhaften Schaden erleiden können. Man kann auch an Multiorganversagen oder Herzstillstand draufgehen. Also Delirium ist eigentlich schon an sich ein lebensbedrohlicher Zustand. Ja, und zu Rauschzwecken ist alles von den ganzen Medikamentensorten dafür ein Arsch. Ja, ich habe es natürlich des Öfteren in unterschiedlichen Mengen zu mir genommen. Und jetzt erzähle ich mal, wie mich 1 Gramm Dimenhydrinat fast umgebracht hätte, wenn man das so sagen kann. Macht das auf keinen Fall nach. Ja, weil die komplette Situation im Laufe des Tages zum reinsten Chaos wurde, ist Jan bei der Story dabei. Der hat alles miterlebt. Du kannst ja stellenweise sagen, wie das für dich ausgesehen hat. Ja, ich bin vor einigen Tagen am 23.04. früh in eine Stadt gefahren, die in meiner Nähe ist, und habe mich dort mit dem Jan am Bahnhof getroffen. Den habe ich erst vor 2 Wochen auf dem Psychedelic Warrior Discord kennengelernt. Den Abend davor haben wir noch gelabert und ich war zu der Zeit noch auf Benzos, Alk und 3MMC. Und am nächsten Tag bin ich dann zu dir gefahren. Ja, wir sind dann zur Apotheke gelaufen. Ich wollte mein Rezept einlösen, was leider abgelaufen war. Aber du hast ja was recht Witziges in der Apotheke erlebt. Naja, stimmt, nachdem du dann halt rausgegangen bist, habe ich der Apothekerin dann gesagt, ja, ich brauche 2 Reisetabletten. Hat sie erst gefragt, ja, gegen Übelkeit, dann meinte ich so, ja, gegen Übelkeit, was sonst? Dann hat sie eine Packung geholt, hat mich erstmal belehrt, dass man nur maximal eine nehmen darf. Und dann habe ich immer noch gesagt, ja, ich brauche aber noch eine zweite für den Typ da draußen. Hat sie mich erstmal mit großen Augen angeguckt, ja, und dann ist nach 20 Sekunden wiedergekommen, hat mich nochmal gefragt, ja, ob ich doch nicht immer nicht Kaugummis will, so. Aber habe ich gesagt, nee, es passt schon. Ja, bin ich wieder rausgegangen. Ja, wir sind dann in den Park und haben uns um 11 Uhr die ersten Tabletten einverleibt. Ich habe mir 8 Stück auf leeren Magen gegeben und erstmal abgewartet. Wir haben die auch ohne Wasser oder irgendwie einfach reingeworfen und runtergeschluckt. Scheißegal. Wir sind da auf. Ja, und ich hatte erst da 4 und dann nach einer halben Stunde noch mal 4. Ja, wir sind da auf einer Bank gesessen und nach 20, 30 Minuten hat die Wirkung angefangen. Wir haben über alles Mögliche gelabert und ich habe mir währenddessen immer wieder einige hinterhergeworfen. Wir bekamen dann Bock, zu einem McDonald's zu laufen. Der war ungefähr 15 Minuten von dem Park entfernt, in dem wir waren. Auf dem Weg dahin habe ich dann Stück für Stück die restlichen Tabletten genommen. Also ich habe dann die ganze Packung Reisetabletten innerhalb von, keine Ahnung, 40, 50 Minuten, also insgesamt 1 Gramm Dimenhydrinat, 20 Tabletten intus gehabt. Ja, wir sind dann auf dem Weg dorthin schon ziemlich fertig gewesen. Du hast dir dann bei McDonald's was bestellt und wir sind da an den Tisch gesessen. Wir haben dann ein bisschen gelabert und es hat immer mehr gedrückt. Ich habe immer mehr unkontrolliert losgelacht. Ich habe immer mehr gelallt und immer mehr Zusammenhänge verloren. Nach kurzer Zeit habe ich gar nichts mehr gesagt, weil es mir zu unangenehm wurde, einfach nicht mehr zu wissen, über was ich gelabert habe. Dann wurde ich langsam unruhig und es kribbelte durch meinen ganzen Körper. Das war kurze Zeit erträglich, doch dann habe ich angefangen, unkontrolliert aufzuschrecken und mit meinen Gliedmaßen rumzuzucken. Ich habe nach längerer Zeit Stille dann zu dir rüber genuschelt, dass wir mal gehen sollten. Ja. Ja, für mich ging es ja dann auch relativ schwer zu reden und dann haben wir auch keinen Satz mehr rausbekommen und teilweise auch nach 2 Sekunden wieder vergessen, was wir gesagt haben. Ja, Ja, dann sind wir wieder gegangen. wir sind dann in Richtung Stadt zurückgelaufen. Neben dem Gehweg war eine stark befahrene Straße. Und ich bin da nach 1 Gramm Dimenhydrinat entsprechend rumgelaufen wie ein Zombie. Ja, langsam aber sicher fing ich echt an abzukacken. Ich habe immer öfter unkontrolliert gezappelt. Meine Atmung wurde immer seltsamer. Ohne es steuern zu können, habe ich in verschiedenen Schritten geatmet. Du hast dann am Bahnhof Wasser gekauft und wir sind dann etwas weiter weg Naja, und haben uns auf eine Treppe gesetzt. auf so eine Treppe gesetzt, ja. Dann hat es ja angefangen bei dir zu drücken. Ich hoffe das auf jeden Fall. Ja, ich habe dann ein bisschen Wasser getrunken, aber die Auswirkungen, die wurden immer stärker. Ab dem Moment war mir klar, dass es zu viel war. Vergiftungen lösen im Körper ja Kettenreaktionen aus.
dass der Körper sich quasi vom Gift befreit. Man übergibt sich normalerweise, was bei 1 Gramm Diemenhydrinat aber unmöglich ist, weil das Zeug ja gegen Übelkeit unterbrechen ist. Also bekämpft der Körper das Gift anders, indem er die Muskeln zu zucken beginnen, um den Kreislauf anzutreiben, dass die Lymphsysteme am Arbeiten bleiben und so das Gift hoffentlich schnell abzubauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, gegen 14 Uhr hat sich dann alles immer weiter verschlimmert. Also ich habe immer mehr Symptome gehabt, die ich nicht kontrollieren konnte. Und alles wurde immer stärker. Die Zuckungen fingen dann an zu verkrampfen. Ich habe immer öfter um mich herum gefuchtelt. Obendrauf fing ich an, primitive Geräusche zu äußern. Das sah dann aus, als wenn ich Tourette hätte. Ich habe bei jedem Tick irgendwas total Verstandsloses herausgelallt. Das klang bei Ja, jedem und auch um Zucken. dich rumgeschlagen, Ja, das war ja. komplett Teilweise. unkontrolliertes Zucken einfach. Und jedes Mal, wenn ich so rumgezuckt habe. Irgendwie so klang das auf jeden Fall. Nö. Irgendwas Primitives halt. Irgendwann habe ich dann, das habe ich dann irgendwann fast durchgehend gehabt. Pausenlos. Ich war komplett verkrampft. Ich konnte auf absolut gar nichts mehr reagieren. Also was außen abgegangen ist, konnte ich gar nichts dazu sagen. Irgendwann hatte ich Ja, auch ein. als da Leute vorbeigelaufen sind, hast du auch nicht reagiert. Und dann hast du teilweise auch gesagt, dass du überall Nebel siehst. Ja. Hast immer mit den Händen rumgefuchtelt. Irgendwann hatte ich Ja. dann ein Stechen im Rücken und im Brustkorb. Und ich habe einen Druck in den Augen gehabt, als wenn sich meine Pupillen nach innen rollen würden und meine Augen gleich platzen würden. Ich habe mit dem Gefuchtel probiert, mich vor irgendwas zu wehren. Das habe ich auf jeden Fall noch gewusst. Ich habe voll und ganz gepeilt, was abging und wo ich war und was. Aber es hat sich halt wirklich so angefühlt, als wenn mir irgendwas das Leben aus mir reißen möchte. Als ich da an der Treppe gesessen bin und meine geleitenden Ticks dann richtig seltsam wurden, ich habe da irgendwann angefangen, nur noch, also das ist irgendwie richtig regelmäßig geworden, Alter, immer weniger Pausen zwischendrin und irgendwann wurde das richtig unkontrolliert. Da habe ich komplett um mich herum gefuchtelt und ich habe dann auch irgendwann angefangen, rumzuschreien: Nein, geh weg, lass mich in Ruhe und so ein Zeug. Also da habe ich tatsächlich wieder Sätze herausbekommen und nicht nur irgendein Zeug hergelallt. Und ich glaube, das war in dem Moment echt der Tod, mit dem ich da geredet habe. Ich habe die ganze Zeit über keine optischen Halluzinationen gehabt, aber jedes Mal, wo ich verkrampft bin, habe ich mich gefragt, was kommt als nächstes? Wahrscheinlich wäre ich durchgedreht und hätte einen epileptischen Anfall, sobald ich gegen die erste Wand gerannt wäre oder sowas. Aber so weit kam das nicht. Ich habe mich dann zum Glück langsam beruhigt. Um 14:30 Uhr ungefähr sind wir dann zum zweiten Mal zu McDonald's. Ich konnte mich einigermaßen zusammenreißen. Ich wollte kurz aufs Klo, um Hände zu waschen. Ich wollte dann durch die Personaltür gehen und jemand schreit: Ey! Ja, ich lall dann: Entschuldigung! Und ich bin dann auf das richtige Klo. Du hast ja in der Zeit schon was bestellt und wir haben uns dann hingesetzt. Naja, und dann hat es ja bei dir angefangen, wo du mich dann einfach angeguckt hast. Und dann bist du aufgestanden, wo du dich erstmal verschluckt hast. Ja, ich habe da ein Ja, und paar dann. Mal den Burger abgebissen und der ist mir einfach in meinem Hals stecken geblieben. Weil auf Naja. Diemenhydrinat kriegt man auf jeden Fall auch ordentliche Pappfresse, aber ich habe das in dem Moment, hat mich nicht interessiert. Ich habe einfach drei Bissen vom Burger genommen und die sind alle drei im Hals stecken geblieben. Ja, und einen Satz haben wir auch nicht rausbekommen. Also, wie gesagt, wir haben es nach 2 Sekunden wieder vergessen gehabt. Ja, Saßen da still da. mit Reden ging nicht, aber ich bin dann aufs Klo gerannt und habe den Burger ins Waschbecken reingehustet. Also mit Würgereiz war gar nichts. Mein Hals ist abnormal angeschwollen und ich habe selbst beim Trinken Schmerzen gehabt. Ich habe mich danach an der Kasse angestellt und habe noch einen Burger bestellt. Ich habe locker 20 Minuten auf einen Burger gewartet. Kein Witz. Ich war sowas von dicht. Ich habe einfach nur in die Luft geredet, weil ich dachte, dass du neben mir stehen würdest. Ja, und ob du überhaupt bestellt hast oder ob du da einfach nur so eine Tüte geholt hast, wissen wir auch noch nicht ganz. Ja, doch, bestellt habe ich dann im Nachhinein auf jeden Nice. Fall. Irgendwann kam da einer von hinten, der auch auf sein Essen gewartet hat. Den habe ich dann voll gelallt und dann raff ich erst, was ich mache und fange an zu lachen. Irgendwann steht da beim Abholtresen eine Tüte und ich dachte, das wäre meine, weil meine Nummer dabei abholbereit stand. Und ich habe dann die Tüte genommen und habe die mit beiden Händen festgehalten. Ich blieb da einfach am Tresen stehen mit der Tüte und dann höre ich von einer Mitarbeiterin: Kann ich Ihnen helfen? Ich sag: Wie bitte? Dann sagt sie: Das ist nicht für Sie. Ich sag: Tut mir leid. Und ich bin die ganze Zeit mit meinem Kopf Karussell am Fahren. Ich bin da gestanden, als wenn ich gleich umfallen würde. Irgendwann haben die es dann gebacken bekommen. Ich nahm mein Essen und wir sind dann wieder zurück zum Bahnhof. Ich konnte langsam wieder reden. Aber wir waren die meiste Zeit ruhig. Einfach still auf Bänken rumgesessen. Du bist dann ja kurz nach 16 Uhr heim. Und ich bin dann kurz nach 17 Uhr abgefahren. Ich war kaputt. Ich habe stundenlang nicht anständig reden können.
Ich habe auch noch bis kurz vor daheim auf jeden Fall noch nicht ganz gerade gelaufen. Und bis ich daheim war, nach 2 bis 3 Stunden, ist mir aufgefallen, dass mein ganzer Körper angeschwollen war. Also überall Wasserstellen am Körper einfach. Komplett Ja, deine weich. Hände sind ja auch angeschwollen die ganze Zeit. Ja, das war ja schon im Laufe vom Rausch, Alter, ist mir das aufgefallen, dass ich überall Wassereinlagerungen an meinem Körper habe. Aber das war bis zum Abend auf jeden Fall brutal krank an jeder Stelle von meinem Körper. Ja, aber das ist dann auch bis zum nächsten Tag wieder vergangen. Ja, aber in der Nacht habe ich einfach geträumt, dass mir beim Mittagessen aus dem Nichts alle Zähne ausgefallen sind. Die Nacht darauf habe ich über 10 verschiedene Träume gehabt, die fast alle mit dem Tod zu tun hatten. Das wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern, bis ich dieses Erlebnis verarbeitet habe. Die Träume fühlen sich absolut echt an und jedes Mal wache ich auf, weil ich entweder im Traum sterbe oder mir irgendwas passiert. Ich habe mit dem Zeug abgeschlossen und ich werde es nur noch in geringen Dosen gegen Kratom-Übelkeit verwenden. Probiert den Müll am besten gar nicht erst aus.